Moin Leute und willkommen zu einem neuen Video. Heute tippen wir das Achtelfinale bis zum Finale. Also wir tippen heute die K.O.-Runde und mal schauen, wie scheiße ich am Ende doch abschneide. Hier schauen wir erstmal nach, welche Mannschaften erstmal weitergekommen sind. Belgien, Portugal, Italien, Australien wollte ich gerade sagen. Italien, Österreich, Frankreich gegen Schweiz, Kroatien gegen Spanien, Schweden gegen die Ukraine, England gegen Germany, Niederlande gegen Tschechien und Wales gegen Dänemark. Schauen wir uns mal an. Oh, Schweden gegen Ukraine, also Wales gegen Dänemark sind schon komische Partien. Also da kommt schon ein kleiner Underdog, sage ich schon mal, weiter. Fangen wir an. Erstes Spiel Belgien, Portugal Portugal habe ich mehr erwartet. Leider wurden sie nur, obwohl. Ja, gegen Ungarn hat man nicht verloren, gegen Deutschland hat man verloren, kann man mal machen. Gegen Frankreich hat man unentschieden gespielt. Eigentlich so scheiße hat man auch nicht gespielt. Letztes Jahr wurde Portugal auch Gruppendritter und wurde Europameister. Aber sorry, Portugiesen, Belgien ist halt zu heftig. Für mich ist Belgien und Italien die besten Mannschaften dieses Turniers. Stand jetzt. Also Belgien kommt hier schon mal weiter. Italien gegen Österreich. Brauchen wir gar nicht drüber reden. Frankreich gegen der Schweiz, hier brauchen wir auch gar nicht drüber reden. Von der Schweiz habe ich eigentlich mehr erwartet. Die haben eine super Vorbereitung gespielt, aber auch von Frankreich habe ich ein bisschen erwartet, dass man gegen Ungarn verliert. Ist jetzt ein bisschen unglücklich. Okay, so schlecht war man jetzt nicht. Gegen Deutschland hat man gewonnen und gegen Portugal hat man unentschieden gespielt. Man hätte vielleicht ein bisschen Luft nach oben, aber Frankreich kommt für mich hier zurecht ins Viertelfinale. Kroatien, Spanien. Kroatien hat eigentlich nur ein einziges gutes Spiel gespielt. Kroatien, eigentlich für mich eine Enttäuschung zurzeit. Keine Ahnung, wie sie irgendwie weiter geschafft haben. Spanien haben jetzt mit, glaube ich, Bulgarien den höchsten Sieg der EM-Geschichte geholt. Ich weiß nicht, ob ich jetzt recht habe. Oder Niederlande hat irgendwann mal 6 zu 1 gegen Jugoslawien gespielt. Das weiß ich noch. Aber es gehört zu den höchsten Siegen der Europameisterschaft Geschichte. Ja, hier Spanien. Also Kroatien, ich weiß nicht, was mit der Mannschaft zurzeit los ist. Schweden gegen Ukraine, Digga, das ist irgendwie los. Da könnte man nicht auslosen. Beide Vereine mit gelb-blauen Trikots. Hier gehe ich mit Schweden. England gegen Germany. Boah, ich freue mich übelst. Aber ich sehe hier. Komm, Deutschland-Brille auf. Deutschland kommt weiter. Niederlande gegen die Tschechische Republik. Hier brauchen wir nicht drüber reden. Niederlande, obwohl. Niederlande mit Patrick Schick einfach wild ist, aber nur Gruppendritter wurden. Ich fand eigentlich diese Gruppe mit England, Schottland und so weiter irgendwie richtig komisch. Ich wusste gar nicht, wer es jetzt. Auch genauso die Spanien-Gruppe. Spanien-Gruppe habe ich auch null verfolgt. Wales gegen Dänemark. Mein Tipp war, dass Dänemark bis ins Halbfinale kommt. Und daran halte ich mal fest. Obwohl Wales die beste Turniermannschaft der Geschichte ist. Also nach Punkteschnitt. Dann, weiter geht's. Belgien gegen Italien. Oh, jetzt das Duell hätte ich gerne im Finale. Alter, Mann, Digga. Schwierig. Belgien oder Italien? Belgien oder Italien? Oh, komm, Italien ist aktuell ein Stück besser als Belgien. Sorry. Sorry. Belgien hat immer Pech in Turnieren. In 5 Jahren reden wir wieder, Belgien, ja, yeah, die sind so overrated, weil die sind immer früh rausgeflogen. Ja, geil, sie sind zweimal ins Halbfinale gekommen und einmal ins Viertelfinale gescheitert. Und jetzt sind die im Viertelfinale gegen Italien ausgeschieden. Also, keiner, Belgien hat immer so Pech. Frankreich gegen Spanien. Boah, das sage ich Frankreich. Schweden gegen Deutschland. Schweden, Kappa. Nein, Deutschland. Ja, ich sehe die Dicken besser. Niederlande gegen Dänemark. Mein Tipp war, dass Dänemark ins Halbfinale kommt. Ich glaube, Dänemark schafft, nimmt die Kraft. Obwohl die Niederlande, weiß ich nicht. Oh, Digga, da habe ich wieder. Da spielt Deutschland im Halbfinale. Ich kann mir gar nicht Deutschland im, oder vielleicht Dänemark, im Finale vorstellen. Ey, Underdog-Tipp. Dänemark ist im Finale. Dänemark kommt ins Finale, Leute. Und Italien kommt ins Finale. Und Finale ist Italien gegen Dänemark. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Ihr werdet die Kommentare jetzt voll ballern, aber ist mir scheißegal. Gut für den Algorithmus und
Hier muss ich leider sagen, Dänemark wird nicht Europameister, sondern Europameister wird zu Recht die italienische Nationalmannschaft. Bella Italia ist Europameister 2020. Ja, Leute, das ist mein Tipp. Ich weiß, dass ich boah, sehr, sehr, boah, sehr viele jetzt verärgert habe. Aber Leute, das ist mir sowas von egal. Leute, das war's mit dem Video. Schreibt mal eure Tipps gerne in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal und ciao.